Hallo meine Bärchen und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge mit Harveys neue Augen. So, vielleicht hört ihr es, vielleicht auch nicht. Ich bin krank, deswegen entschuldigt mir meine komische Stimme. Wir sind jetzt immer stehen geblieben, wo wir hier Shawnee beeindrucken wollten. Da habe ich ja ganz böse zwischendurch einmal aufgehört. Wir wollten mit der Muskete, die wir mit den Murmeln beladen haben, diese Vögel hier, denke ich mal, abschießen. Auch wenn ich es selber nicht machen würde, Lilly würde es garantiert auch nicht machen, aber wir müssen ja irgendwie an dieses Rezept kommen. Also machen wir es einfach mal. Oh, guck mal, wie der guckt. Lilly hatte zwar die Spatzen verfehlt, nicht aber ihre Wirkung auf Shawnee. Er schien tatsächlich ein wenig beeindruckt zu sein. Ein wenig, der sieht wohl verängstigt aus. Adlerleiche. Nett! Was für ein schönes Tier. So stolz. So ein glänzendes Gefieder. Hoffentlich fand Lilly später noch Zeit, mit ihm zu spielen. Oh, das schaffen wir bestimmt. Wir reden mit ihm. Shawnee wirkte äußerst nervös. In diesem Zustand wollte Lilly ihn lieber nicht ansprechen. Sie wollte nicht riskieren, dass er ihr an den Zöpfen zog. Andererseits brauchte sie das Rezept. Wie konnte man einen Rabauken wie Shawnee nur beruhigen? Toll, jetzt werden wir ihn auch noch beruhigen, oder wie? Lilly hatte gehört, dass Zigaretten beruhigend wirken sollten. Da hatten wir ja letztens was gehört von dem Bösewicht. Was? Aua, das hatte Lilly fein hinbekommen. Shawnee schien es schon viel besser zu gehen. Man erkannte es genau an der Art, wie sich seine Pupillen langsam nach innen drehten. Und das Rezept? Gibt uns das jetzt nicht. Die nehmen wir einfach mal mit. Oh, die nehmen wir mit. Ja. Eine brennende Zigarette kurz mal eingesteckt. Oh nein, nein, nein. Bleib hier. Lilly. Shawnee war nicht mehr ansprechbar. Die Zigaretten hatten ihn gleichgültig gemacht. Das ist schön. Aber wir brauchen das Rezept. Shawnee war nicht mehr ansprechbar. Die Zigaretten. Okay. Lilly hatte gehört, dass Zigaretten und die Hände. Okay. Warte. Oh, wir haben das Rezept. Okay. Ab ins. Doris. Nein, Lilly, komm hierher. Danke. Da. Ach, du hast das Rezept. Na dann, zeig mal her. Na, das sieht doch brauchbar aus. Entenbraten für Lumpi. Eine gute Wahl. Alles, was mir fehlt, ist eine Konservenbüchse für das Essen der Oberen aus dem Keller. Aber ich kann ohnehin noch nicht mit der Zubereitung anfangen. Solange der Ofen nicht läuft, kann die Oberen noch lange auf das Futter warten. Ha! Ich möchte nicht in deiner Haut stecken, wenn du ihr die Nachricht überbringst. Ich auch nicht. Aber wir brauchen erstmal deine Konservendosen. Yes! Wie ich es erwartet habe. Shawnee ist ein pinkendes, rauchendes Etwas geworden. Das ist doch fabelhaft. Guck mal, als ob sie das einfach nur copy-paste und umgedreht haben. Ne, die haben einen Pinsel. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ab in den Keller. Wir müssen mal nachsehen, wie viele wir schon umgebracht haben. Wäre so lustig. Das mussten die Konservendosen sein, von denen Doris gesprochen hatte. Lilly wählte Taubengeschmack. Entschuldigung, ich habe gerade was getrunken. Aber sie wollte doch Entending irgendwas. Okay, egal. Mal sehen, was Doris dazu sagt. Shawnee, ey. Ich weiß gar nicht mehr, wie der erste hieß, den wir umgebracht haben. Elvis, oder?
Bestimmt war das Elvis. So. Ah! Du hast die Konservendose gefunden! Ja. Sehr gut. Leider kann ich trotzdem noch nicht mit der Zubereitung anfangen. Solange der Ofen nicht läuft, kann die Oberin noch lange auf das Futter warten. Ha! Ich möchte nicht in deiner Haut stecken, wenn du ihr die Nachricht überbringst. Warte mal, wir haben ja doch was Brennendes, oder? Schaffen wir das da vielleicht? Das hätte ich gerade auch machen können. Egal. Jeder Gang macht schlank. Wir können den pinken Shawnee nochmal angucken. Ach, diese Genugtuung. Genugtuung. Ach, egal. So, probieren wir's. Oh. Lilly hatte das Holzstück in den Ofen gestellt. Perfekt. Nun brauchte sie es nur noch anzuzünden. Oh, Moment nur. Yay. Okay, wir haben ihn noch. Tollkirsch. Mit dem müssen wir garantiert auch noch irgendwas machen. Irgendwen vergiften oder sowas. Dass es hier keine Abkürzung gibt. So. Jetzt? Lilly wollte Doris nicht weiter stören. Die Kantinenfrau hatte alle Hände damit zu tun, das Essen für die Oberin zuzubereiten. Und es waren große Hände. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal zur Oberin. Denke ich doch. Nein, wir müssen noch ganz oben. Ja. Komm, geh schneller. Ich dachte eigentlich, wir können das Holz da reinpacken, dass wir da ein bisschen Licht haben. Oben an der Wand schien es eine Art Haltevorrichtung zu geben. Aber ohne mehr Licht kam... Ja, ich weiß. Können wir das nicht nehmen? Ah, doch. Oben an der Wand... Ja, okay. Dann gehen wir als erste Oberin. Oh, oh. Da ist ja das verlorene Kind. Ich hatte schon fast Hoffnungen, du wärst unterwegs von einem wilden Tier gefressen worden. Aber danke. Wenigstens hast du endlich das Essen besorgt. Ich muss jetzt ein paar Vorbereitungen treffen. Oh ja, da. Lumpi in meiner Abwesenheit. Und wehe, du verlässt das Büro, bevor die Arbeit erledigt ist. Lol. War das nicht gerade noch eine Konservendose? Wie zum Teufel kann das jetzt Braten gewesen sein? Oder werden... Naja, egal. Da kriegt Lumpi jetzt einen Braten. Da. Mit dem Teller. So eine Enttäuschung. Lumpi hatte offenbar gar keinen Hunger auf den Braten. Wie sollte Lilly nun jemals ihre Aufgabe vollenden? Vielleicht nehmen wir die Topfpflanze dafür. Sehr schön. Tja, Lumpi. Jetzt hast du kein Essen bekommen. Oh. Hey, okay. Wo willst du hin? Fütter die Katze. Hab ich doch. Doofe Pute. Nein. Lilly bezweifelte, dass Lumpi das essen wollte. Schade. Lilly bezweifelt. Schade. Schade, schade. Es wäre zu lustig geworden. Mag ich das vielleicht essen? Lilly wollte es sich nicht pflanzen. Okay, okay. Lilly wollte es sich pflanzen. Das ist jetzt aber... Oh, wir bringen einfach den Teller zurück. Katzenfutter mit Taubengeschmack. In der Kantine gab es nie so etwas Gutes. Da stand aber gerade Katzenfutter drauf, ne? Essen für die Ohren. Sicher?
Katzenfutter mit Taubengeschmack hatte Lumpi offenbar gefallen. Und es sah ganz danach aus, als hätte er bereits eine Idee, wo er den Nachschlag herbekommen konnte. Leider war die Wand zu glatt für seine Krallen. Ist da oben etwa die Taube? Ich kann nicht nach oben gucken. Ich aber... Nach oben? Weiter nach oben. Hier fehlte... Ja, ist okay. Da. Diese Idee konnte Lilly am besten gleich wieder an den Nagel hängen. Warum? Das passt doch perfekt. Das ist eine Leiter für Lumpi. Lilly bezweifelte, dass... Lumpi soll das ja auch nicht essen. Diese Idee... Okay. Kommen wir... Oh. Perfekt. Go, Lumpi. Na, da hatte es aber jemand eilig. Ess die Taube. Ach, das hatte Lumpi gerochen. Auf einem der Balken saß die Taube, die Ednas Tagebuch geklaut hatte. Go. Go. In diesem Moment fühlte sich Lilly noch kleiner als sonst. Egal. Ach, das hatte Lumpi auf... Was habe ich da schon gehört? Aber sie war ganz gut darin, Sachen hinunterzuwerfen. Jetzt habe ich das übersprungen. Lilly konnte nicht besonders hoch werfen, aber sie war ganz gut darin... Ah, okay. Ich habe eine Idee. Boah, das geht sogar. Lilly sah eine gewisse Chance, dass sie den Ballon zu Lumpi aufsteigen lassen konnte. Aber wozu? Lumpi hasste Partys. Das ist mir egal. Dann gehen wir zur Taube. Der Plan war heikel. Aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Ja. Was? Nanu, wie ich sehe, hat Lumpi endlich sein Essen bekommen. Das ist überraschend. Vielleicht ist bei dir ja doch nicht alle Hoffnung verloren. Und jetzt raus mit dir. Endlich. So, jetzt müssen wir ganz schnell nach dieser Taube suchen. Was macht die da jetzt? Vielleicht war ich zu streng zu dem Mädchen und seinen Mitschülern. Es sind ja nur Kinder. Die Einsicht war ich zu voreilig, Herr? Sollte ich Dr. Marcel wieder absagen, bevor er seine neue Methode an den Kindern ausprobiert? Gib mir doch bitte ein Zeichen. Oh, was ist das? Eine Friedenstaube? Ist das dein Zeichen? Och, soll ich die Kinder doch verschonen? Oh Herr, ich danke dir. Ich... Oh. Was? Das... Diese verfluchten Kinder! Jetzt ist das Maß aber endgültig voll! Lilly! Oh oh. Und schnell weg. Als Lilly die Schlafkojen betrat, war Edna verschwunden. Nur ein schlecht gezeichneter Brief lag auf dem Bett. Mach's gut, Lilifried. Ich muss los. Lilifried? Die Luft hier ist mir zu dick geworden. Ich warte noch einen Augenblick am Schaukelbaum auf dich. Wenn du dich beeilst, erwischst du mich vielleicht noch. Ansonsten findest du eine Karte mit meinem Versteck im Tagebuch. Du hast es ja bestimmt längst gefunden, richtig? Bleib schmutzig. Halb. Deine Edna. Die Nachricht machte Lilly nervös. Sie musste Edna unbedingt einholen. Oh oh. Psst, Lilly! Schnell, hier entlang. Der Doktor und die Oberin sind euch bereits auf den Fersen. Was passiert jetzt? Lilly schaute sich staunend um. Was war das für ein merkwürdiger Ort? Du fragst dich sicher, was das hier für ein merkwürdiger Ort ist, oder? Ja. Aber jetzt ist keine Zeit für Erklärungen. Komm,
Schnell! Nö, das will ich mir jetzt erst alles angucken. Lilly wollte erst noch ein wenig mit Garretts Sachen spielen. Richtig. Wo sind sie? Sie können nicht weit sein. Andererseits hatte sie gar kein Interesse an diesem technischen Firlefanz. Doch. Lilly wollte erst noch ein... Wo sind sie? Sie können... Anderes... Okay, dann gehen wir jetzt erst Garrett hinterher. Nicht trödeln. Na los. Hä, wie können die denn von da oben nach da unten auf einmal kommen? Macht ja irgendwie schon keinen Sinn, ne? Stopp! Das sind Dr. Marcel und die Oberin. Ich glaube, sie haben uns noch nicht gesehen. Sie ist nicht in ihrer Schlafkoje, aber weit kann sie nicht sein. Es wundert mich doch sehr, dass Sie diese Aufsässigkeit in Ihrem Kloster dulden. Ich lasse sofort das ganze Gelände nach ihr absuchen. Tun Sie das. Das alles kommt mir doch erschreckend bekannt vor. Los jetzt, das ist unsere Chance. Mir überhaupt nicht. Hust, hust. Oh, da hinten sind sie. Ja, das ist die Taube. Als Lilly den Schaukelbaum erreicht hatte, war keine Spur von Edna zu sehen. Auch Garrett war verschwunden. Dafür lagen die Überreste von Ednas Tagebuch im Gras. Das nehmen wir mal mit. Das Tagebuch war bis zur Unleserlichkeit verbrannt. Einzig die Karte zu Ednas Versteck ließ sich noch entziffern. Eine Höhle am Moorsee also. Lilly versuchte sich gerade den Weg zu merken, als... Oh, oh. Ach so, okay. Psst, Lilly, versteck dich! Dr. Marcel und die Oberin kommen! Oh nein, zu spät! Ups. Da ist sie! Ha! Du dachtest wohl, du könntest dich meiner Untersuchung entziehen. Ja. Oder gibt es einen Grund, warum du dich den Anordnungen der Oberen widersetzt? Ich sollte nur aus dem Zimmer rausgehen. Raus mit der Sprache. Amüsiere uns. Oh, können wir jetzt suchen? Oh ja. Gerrit hat es mir befohlen. Dr. Marcel ist böse. Beeren für die Oberen. Nazi war im Beeren-Wintergarten. Nein. Das dauert mir zu lange. Was? War das wirklich nötig? Nicht unbedingt. Aber es war eine kleine Genugtuung für einen alten Mann, der sich einmal zu oft mit aufsässigen Kindern herumplagen musste. Jo, aber sonst ist alles okay bei dem, oder was? Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Wogi, Wogi. Okay. Wogi, Wogi. Was? Wogi. Oh Himmel. Pah! Woogie, in der Tat. Und? Hat es funktioniert? Das werden wir gleich sehen. Oh oh. Lilly, du kannst mir doch sicher verraten, wer für das ganze Chaos in der Anstalt verantwortlich ist. Woogie. Oh nein. Das Chaos, Lilly. Wer ist dafür verantwortlich? Ich. Nun rede schon, du nutzloses Kick. Bewahren Sie Ruhe, Frau Oberin. Sie wird antworten. Ich war eigentlich schuld. Sie wird antworten. Kennst du die Antwort, Lilly? Wer ist verantwortlich? Mir kannst du es doch sagen, nicht wahr?
was sagt sie ihr da Was jetzt? Ist los? Was hat sie gesagt? Der Fall ist komplizierter, als ich dachte. Es ist von eminenter Wichtigkeit, dass Sie mir eine Frage beantworten. Kennen Sie ein Kind mit dem Namen Edna? Nein! Warum fragen Sie das? Ich glaube, ich habe soeben die Wurzel des ganzen Übels identifizieren können. Gut, dass ich Lilly mit Hilfe meiner neuen Hypnosetherapie alle wichtigen Blockaden installiert habe. Hypnosetherapie? Hypnosuggestion, um genau zu sein. Mit Hilfe von Leuchtdioden, die ich in die Augen dieses Stoffhasens hier installiert habe, habe ich direkte Kontrolle auf die Freiheit ihres Willens. Sie wird sich ab nun ruhig verhalten. Aber probieren Sie es doch einfach selbst aus. Es ausprobieren? Aber ja, sie ist nun gefolgsam wie ein kleines Lamm. Nun. Nur zu. Lilly, serviere dem Doktor und mir einen Tee. Bravo. Ich hatte ohnehin gerade Durst. Was sagst du, Lilly? Möchtest du uns einen Tee servieren? Nein. Gibt's nicht. Was sind das denn für Methoden, bitte? Oh mein Gott. Okay. Jetzt haben wir Harvey. Jetzt haben wir die ganzen Verbote. Oh. Das wird echt sehr lustig. Okay, damit war es das für heute. Wir schauen nächste Woche weiter, was da alles passiert, wie sich Lilly anstellt, ob wir Edna wiederfinden und ob wir Harvey loswerden können mit seinen komischen Verboten. Das wird eine sehr lustige Folge, beziehungsweise das wird auch noch ein sehr lustiges Abenteuer. Und man hört sich, wir sehen uns die Tage und bis dann. Tschüss.